Kann ich auch einen Kaugummi? Nee, ich habe keinen mehr. Na gut, dann nicht. Zu Hause. Und was machen wir? Wir feiern eine richtig fette Party. Wann steigt die Party? Am Samstag, aber da steht ja alles auf der Einladung. Und was wünschst du dir? Schmuck, Schminke und ganz viele Klamotten. Was will die denn schon wieder hier? Feiert jemand Geburtstag? Nila feiert am Samstag Geburtstag. Aber das geht dich gar nichts an. Und wenn ich ein Geschenk mitbringe? Mach doch. Und jetzt verpiss dich! Geburtstagskuchen. Oh, lecker. Danke, Mami.
Ich freue mich schon richtig auf die Torte. Ja! Sieht mega lecker aus. Mit der Schmarrn. Ja, los, puste die Katzen aus und wünsch dir was. So, jetzt essen wir Kuchen. Mama, kommst du bitte? Na klar, ihr wartet doch bestimmt schon alle. Und nein, Lina, ich bin der. Ich bin die Rosa. Oh, wie lecker. Ja, vor allem mit der Kerze innen drin. Ja. Ich hätte gerne das Stück. Okay. Danke. Das hier? Ich. Aber du hast doch schon einen. Ich gehe schon. Hallo, ich habe ein Geschenk für Nila. Danke. So, lass uns futtern. Ja, ja. Mach den Vorhang zu, das ist die Spielverderberin. Was muss ich tun, um in eure Clique aufgenommen zu werden? Du musst deine Mutprobe bestehen. Und was muss ich machen? Back dir einen Kuchen aus Sand und ess ihn komplett auf. Klaue einen Gartenzwerg. Du musst vom Klettergerüst springen. Du musst auf einem Seil über einen Fluss balancieren. Du musst einem Fußgänger ein Loch in die Jacke schneiden. Das ist doch alles viel zu harmlos. Lass den Regenwurm fressen. Ja, ja, super, super, ja, super, ja, super, ja, ja, ja. Komm, wir suchen einen Regenwurm. Ja. Ja. Ich hab einen. Oh ja. Boah, der ist so. Ja. Schön eklig. Hier, dein Mittagessen. Hier, bitteschön. Ist das eklig? Das werde ich niemals essen. Diese Mutprobe ist voll gemein. Du hast es doch selbst mir vorgeschlagen. Aber wir mussten auch keine Mutprobe machen. Genau. Das ist total gemein. Ja. Was soll das denn jetzt? Hier, willst du ihn denn essen? Nein. Ja, okay. Es war eine blöde Idee. Ein bisschen huckelig und